Hallöchen, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir haben im letzten Part diese Tür gebaut, ich und mein Freund. Ja, das ist eine Zauntor. Ich habe ein bisschen verschönert, habe auch den Zaun ein bisschen verlängert. Das sind jetzt 20 Zäune, glaube ich. Ja, 20 und da hinten auch 20. Dann habe ich hier hinten, dass es dann quasi so rumgeht. Und wir wollen heute das Haus bauen. Wie bauen wir das Haus? Keine Ahnung. Ich hätte aber die Idee, dass wir auch sowas bauen, also mit Structure-Blöcke. Das ist quasi so ein Tor, nee, nicht das Tor, sondern, ja, wie soll ich sagen, das quasi hier, das dann hier ungefähr, wir lassen 5 frei, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt hier, ist da. Ja, und dass wir dann quasi hier dann das machen. Hier bauen wir das Haus dann. Oder wir können auch 10 freilassen, da wird es halt ein kleineres Haus. Wir gehen eh noch unterirdisch weiter. Ich muss mal kurz was gucken, ob wir bearbeiten. Okay, gut. Jetzt weiß ich. Alles gut, Leute. Hab nur kurz was geguckt, wie tief die Dinge ist. Also. Ja, wir machen das Tor jetzt erstmal zu. Und da würde ich sagen, wir bauen das Haus. Das Haus bauen wir wahrscheinlich mit X5 so. Mit glattem Quarzblock. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, zack. Hier ist die Mitte, das heißt da und da. Das heißt, haben wir hier 3. Ich wollte aber eigentlich so ein riesiges Tor bauen. So. Ungefähr. Das mit dem Block hier unten braucht ihr gar nicht. Dann brauchen wir hier. So. So. Und zack. Sieht es gut aus? Ja, oder? Nee, oder? Überhaupt nicht. Okay, dann machen wir das wieder weg. Würde ich sagen, wir bauen ein 3x3 Tor. So. Ja. So. Aber das mit dem Tor kümmern wir uns später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hier ist auf jeden Fall das Tor. Dann würde ich sagen, wir gehen hier lang. Warte, wie viel sollen wir hier freilassen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Sollen wir dann da weiterbauen? Das ist quasi so lang, wird das Haus, dass wir da auf der Seite dann noch 10 Blöcke Platz haben. Und das können wir in die Länge ziehen, also das ist jetzt kein Problem. Wir können aber die Dinge auch noch weitermachen, also das ist auch nichts. Warte, ich baue das nochmal ab, weil ich habe jetzt doch irgendwie das Gefühl, wir sollen erst die Tür bauen. Also, die Tür. Die bauen wir eigentlich ganz normal, oder? Sollen wir die ganz normal bauen? Also mit welchem... Warte mal. Tür. So. Was gibt's denn alles für Türen? Na, Tür. Der hier sieht schön aus. Das ist die Tür. Aber das ist jetzt halt blöd, weil wir haben Dreierblöcke. Das ist blöd. Wir könnten zwar jetzt so machen und in der Mitte einfach eine Wand, dass es quasi hier getrennt ist, aber es wäre ja auch blöd so quasi. Ja, wir könnten noch so machen, nur dann, wenn man halt die aufmacht, sieht es dann so aus. Ja, das ist jetzt nicht sehr gut geeignet für das. Nee, wir bauen das ganz anders. Also. Wir bauen hier einmal eine Klingel hin. So.
Dann tauschen wir den mal aus. Von hier oben eine Klingel hin. Ja, aber ich würde die noch eins höher bauen. So. Ich nehme gerade glatten Quarzblock, nur dass ihr wisst. So, dann würde ich sagen, wir umranden das Ganze nochmal. Dann müssen wir jetzt aber nochmal eins nach hinten. Ja, oder? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So. Dann müssen wir das hier nochmal umranden. So. Würde ich sagen, kommt es hierher. So, dann müssen wir hier auch nochmal umranden. Weil ich mach jetzt hier oben quasi Redstone hin. Dass man das Redstone quasi nicht sieht. Ja. So. Also, dann Redstone. Redstone. So, das war ungefähr hier die Mitte. Gut. Das war's, dann gehen wir mal hier lang. Ja, oder wir machen's ganz anders. Es könnte eigentlich auch funktionieren. Könnte funktionieren. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Das hier quasi, Leute, warte mal kurz. Mit Holz das bauen. Also quasi dann so eine Tür, die sich von oben nach unten öffnet. Also auch so quasi. Nur dass die sich halt von links nach rechts öffnet, quasi so und dann wieder so. Also ja, können wir ja bauen, oder? Dass man quasi hier drauf drückt, dann geht die auf. Oder? Oder wir bauen hier einen hin und da einen hin. Auf zu. Nee, wir lassen es jetzt mal so. Es ist egal. Also, das hier kann jetzt erstmal weg. So. Ehrlich gesagt würde ich einfach sagen, wir bauen einfach nur eine Tür rein. Passt doch auch, oder? Dann brauchen wir aber noch eine Falttür. Na, so, die müssen wir dann da oben platzieren. So, zack. Ne, wir brauchen andersrum, weil sonst klappt's nicht. So. Ja. So. Jetzt brauche ich wieder die hier weg. So. Dann sieht man doch eigentlich, dass man hier öffnen kann und zumachen kann, oder? Sollte man doch eigentlich sehen. Ah, geil. Nee, das wollen wir nicht. Dann brauchen wir eine Druckplatte. So. Ja, doch eigentlich schon recht gut, oder? Wenn wir mal so überlegen. Also wir müssen halt das hier wegmachen, aber sonst. Halt, hier kommt eine Tür rein. Zack. So, dann müssen wir das hier dahin machen. Das hier dahin. So. Ah, jetzt haben wir auch eine Tür. Mann. So. No way, hier rein. So. Ja. Ich würde jetzt aber noch diesen Knopf hier weiterführen, weil es nervt ein bisschen. Das kann man ja von innen nicht mehr aufmachen. Wäre ein bisschen blöd. So. Jetzt brauchen wir aber noch einen Block. Dann nehmen wir mal den hier. So.
Ja. Auf. Warte mal, wir können doch. Aha. Juhu. Guck einmal auf und einmal zu. Aha, witzig. So, und zu. Gut. Also, ja. Ich sagen, das haben wir jetzt so weit gebaut. Und jetzt müssen wir die blöden Fenster auch noch so ran. Naja, das brauchen wir eigentlich nicht. Weißt du, was brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht. Wir haben eh 5 Platz, also, das reicht ja schon. Ja, reicht locker. Würde ich aber hier noch gerne so machen. So eine Plattform. Mann. So. Jetzt. Das auch geschafft. Und hier noch ein Pfropfen und da. Juhu, geschafft. So rum. Zack, gut. Also, hätten wir das auch geschafft. Jetzt kommen wir zu den Einzelheiten. Also, warte, hier könnten wir eigentlich auch so machen, weil das stört ja eigentlich keinen. Ja, so machen. Und mach mal 11. So. Aber wieder zu. Gut. So, jetzt kommen wir für die Außenwände. Wir bauen, oder sollen wir, nee, wir bauen erst die Außenwände. Gut. Also, dann teilen wir nachher die Zimmer auf. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, es braucht, wir brauchen nicht zählen. Wir sind ja 1, 2, 3, 4, 5, so reicht schon. Nee, 6, genau. Weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee. Also ich würde sagen, wir bauen hier 1, 2, 3, 4, 5. So, lassen 5 frei. Ja, und dann geht es auch schon, glaube ich. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Gut. Jetzt müssen wir die Wand nur noch hochziehen. Das wäre ja eigentlich auch gleich gemacht. Sollen wir denn hier gleich ein Fenster? Warte mal. Glas. So. Aber ich würde eher so ein bisschen getöntes Glas nehmen. Also so ein schwarzes Glas. So. Mir hier die schwarze Glasscheibe. Ich würde sagen, das hier wird der Eingang. Also das, ja, warte, kurz zeigen. So. Also von dieser Säule, also das ist ja eine Säule und diese Säule wird quasi der ganze Eingang. Sieht dann quasi so aus, dass wir hier quasi Klamotten aufhaken haben. Dann auch so Rüstung halten und so. Ja. Dass das hier dann quasi der Raum ist. Ja, das wird schon passen. Und das hier, das ist dann quasi weitergeht. So. Dass es hier dann irgendwie so ein Schlafzimmer gibt, hier in dem Eck. Nee, dann würde ich ja lieber so machen, dass wir 6 frei haben. So. 2, 2, 2, zack. So. Gut. So, also hat man das auch geschafft. Jetzt würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal das hier. Wir bauen jetzt nur mal die Dinge, die
Ja, wie heißt's, die Wände rein. Dann können wir nachher die Türen reinbauen, weil das ist jetzt viel zu aufwendig, da Türen reinzubauen. Machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Part. Die ganzen Redstone-Sachen werden dann wahrscheinlich im fünften Part erscheinen. Hoffentlich. Ja. Halt noch eins hoch. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Stockwerke wir machen sollen. 5, 3, 4. Schreibt einfach in die Kommentare. Ja. Also. Dann würde ich sagen, wir sind eigentlich schon fast fertig. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, wir bauen immer solche Ständer, sage ich mal so. Ist auch wieder hell. Ja, sieht man schon viel, viel besser. So, also. Was passiert, wenn wir hier zubauen? Was passiert dann? Oder was glaubt ihr, was passiert? Warte mal. Ich baue das Ganze noch eins höher. Weil brauchen nämlich Platz dafür, was ich jetzt hier bauen will. Das kann man nicht einfach nur bauen. Dafür braucht man Platz. Mach das Ganze einfach eins höher. Hat ja immer noch einen Sinn und Zweck, also von dem her reicht es schon. So. So. Also. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo. Und ja. Ich mache jetzt noch, oder ich richte halt das erste ein, so ein bisschen. Und ja. Dann war es das eigentlich auch schon mit der Folge. Und wenn ihr es, ihr könnt es selber nachbauen, mal. Und ja, ich zeige es euch nochmal von vorne, wie es so aussieht. Ja, haben wir jetzt eigentlich schon viel geschafft? Ja. Und dann sagen wir so 2, 3 Minuten und ja. Bauen wir noch kurz. Also, sollen wir hier ein Sofa hinmachen? Wie so ein. Nee, würde ich nicht machen. Das ist ja, wie so, wenn man reinkommt in so eine Tür, da gibt es so Schuhschrank und so. Also würde ich jetzt nicht machen. Wir nehmen auf jeden Fall mal Stiefel. Dann machen wir die hier mal weg. Das hier alles mal. Können wir nachher wiederholen. Stiefel, Pilzstiel. Stiefel, so. Dann würde ich sagen, wir. Da, ja. Hört sich jetzt komisch an, aber das hier sind Sneakers. Ihr kennt doch immer diese Netze, gell? Diese Netze an den Schuhen. Sieht irgendwie aus wie Sneakers. Oh. No. Hä, warum. Warum habe ich das jetzt zweimal? Hä? Mann. Nein. So. Gut. Hallo? Wie zieht man. Ah, es geht nicht. Ja, habe ich das schon? Achso, habe ich ja. Gut, dann müssen wir kurz gucken. Ihr kennt auch immer diese Kettendinger, die man dann an den Füßen hat. Also von so einem Sneakers, die haben so Löcher, oder ja, dass halt Luft reinkommt. Das wäre was Witziges. Das wäre echt witzig. Ja, das ist echt witzig. Ja, dann nehme ich hier mal einen Amboss. Kein Beschädigter. So, halt, wir müssen so wieder. Gut. Stellen jetzt einfach mal dahin. So. Dann brauchen wir Stiefel. So. Das hier sind alte Stiefel, oder? Warte, wir nehmen uns mal eine Truhe. Nee, wir nehmen uns mal. Was nehmen wir uns? Ein. Fass, genau. Ein Fass. So. Ich muss mal kurz gucken, wie viel da reinpasst. Okay. Also 4 und 4 sind 3 in, also 3 Reihen. Wir sind aber wie viel Stiefel?
Stiefel 5, okay. Könnte schwierig werden, aber ja, ich nehme jetzt einfach mal alle Stiefel. Es ist egal. So rum eigentlich. Nee, egal, wir machen so rum. Also. Gut. Dann machen wir hier die Kettenstiefel. Wir machen Sneakers. Nee. Nike, oder? Hier kommt Nike. Die hier tue ich mal da hoch, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das hier auch nicht. Heißen die jetzt auch Nike? Ja, gell? So. Juhu, wir haben Nikes. Nike, juhu. Also, dann brauchen wir das hier, das Fass wieder. Zack. Würde ich sagen, wir bauen hier unsere Garderobe hin, so. Hier so eine Garderobe haben, so mit Schränken und so. Dass hier quasi alle Stiefel reinkommen. Alle Nikes. Nein. Hey, jetzt fehlt eins, das so da. Gut. Dann brauchen wir hier, Turnschuhe, oder? Nee, die Lederschuhe sind die Turnschuhe. Haha. Turnschuhe. So. Oder Hallenschuhe. Hallenschule. Hallenschule, geil. Hallenschuhe. So. Heißt es jetzt auch richtig? Ja. Hoffe schon. Übrigens, wenn ihr im Shift drückt, also dieser Pfeil nach oben, also der linke Pfeil nach oben, ja, dann habt ihr das, also dann könnt ihr es quasi verdoppeln und dann halt Maustaste drücken, ja. Dann sind das hier. Was sollen wir machen? Ja, Leute, ich lasse mich jetzt auch einfach einen guten Namen einfallen für die Schuhe. Und ja. Ja, oder weißt du was, die nehmen wir gar nicht. Bestes. Ja. Gut, dann mache ich hier einfach noch mal ein paar Jacken rein und so. Das wird schon reichen. Und ja. Das gibt beide eine Rüstung, also bringt's nicht viel. Ja. Dann machen wir hier noch Jacken rein und hier auch. Die würde ich mit Brustplatten machen. So. Ich würde aber. Ja, Leute. Hä? Warte mal. Wie nennt man? Hemd. Kettenhemd. Ernsthaft. Okay, das ist dann das Hemd. Das ist dann das Hemd. Das ist eine Lederjacke. Verrät ja eigentlich schon der Name. Mütze. Und ja, Lederhose brauchen wir jetzt nicht. Eine Mütze. Schal. Gibt's einen Schal? Nee, gibt's nicht. Schade. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Vielleicht kommt heute Abend noch mal eins raus. Und ja, dann viel Spaß jetzt. Tschüss.